Sehr geehrter Herr Bischof, Herr Generalvikar, sehr geehrter Herr Dechand, Herr Pfarrer Wilson, Mitbrüder und Diakone, liebe Michi, Verwandte, Freunde, werte versammelte Brüder und Schwestern im Glauben, alle Mitfeiernden beim Livestream zu Hause an ihren Geräten. Der Tod von unserem Herrn Pfarrer Berger hat uns zusammengeführt. Viele von uns blicken heute voll Dankbarkeit für seine 30 Jahre langes Leben und Wirken in unseren Pfarren Euratsfeld und Verschnitz zurück. Wir wollen seiner gedenken und für ihn, aber auch für uns beten. So beginnen wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Er führt uns heim. Wenn Gott uns heimführt aus den Tagen der Wanderschaft, uns heimbringt, wir werden Lieder singen, Lieder, die Welt und Geschichte umfassen. Wir werden singen, tanzen und fröhlich sein, denn er führt uns heim. Aus dem Hasten in den Frieden, aus der Armut in die Fülle. Wenn Gott uns heimbringt aus den engen Räumen, aus den schlaflosen Nächten, aus den verlorenen Stunden, aus der Angst vor dem Tod. Wenn Gott uns heimbringt, das wird ein Fest sein. Wer liebt, wird ewig lieben. Die Suchenden finden endlich ihr Du. Niemand quält sich mehr mit der Frage, warum. Wir werden schauen, ohne je an ein Ende zu kommen. Wenn Gott uns heimführt, das wird ein Fest sein. Denn Gott, unser Gott, ist ein Gott der ewigen Schöpfung. Ein Gott, der mit uns die neue Erde und den neuen Himmel gestaltet. Er lässt uns kommen und gehen, lässt uns sterben und auferstehen. Der Sand unserer irdischen Mühsal wird leuchten. Die Steine, die wir zusammentrugen zum Bau unserer Welt, sie werden wie Kristalle glänzen. Wir werden uns freuen wie Schnitter beim Ernten. Wenn Gott uns heimbringt aus den Tagen der Wanderschaft, das wird ein Fest sein. Ein Fest ohne Ende. So wollen wir beten. Herr Jesus Christus, du hast uns die Verheißung gegeben, dass wir bei dir ewiges Leben finden werden. Du hast uns Hoffnung gegeben, dass auch mit unserem Leben einmal alles gut werden wird. Du wirst jede Träne aus ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage und keine Mühsal. Darum bitten wir dich, erfülle deine Verheißungen an unseren Mitbruder, Herrn Pfarrer Johann Berger. Und lasse ihn bei dir ewiges Leben finden. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir beten jetzt drei Gesetzchen vom glorreichen Rosenkranz. Jesus, der von den Toten auferstanden ist. In unserer Mitte brennt die Osterkerze. Sie ist das Zeichen unseres Glaubens, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und unter uns lebt. Das heißt für uns, dass der Tod nicht das Ende, sondern der Beginn neuen Lebens ist. Mit dieser Hoffnung werden wir unseren lieben Verstorbenen zu Grabe geleiten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem bösen Mann.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der von dem Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie in Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Du hast Maria zu deiner Mutter erwählt und sie am Ende ihres irdischen Lebens zur Gänze zu dir genommen. Gib, dass auch unser lieber verstorbener Herr Pfarrer
bei dir Heimat findet und dich von Angesicht zu Angesicht schauen darf. Vater unser im Himmel. Dein Wille geschehe, wie im Himmel. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht des Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Und die Welt ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie in Anfang, so auch jetzt und alle Zeit,
und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Jesus, der dich der Jungfrau im Himmel gekrönet hat, du hast Maria Ja und ungebrochene Treue zu dir mit ewigem Glück vergolten. Sei du auch die Erfüllung des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe unseres Verstorbenen. Maria hat ihr Leben Gott geschenkt. Als Krone des Himmels schenkte Gott Maria für ihr Lebenswerk sich selbst. Sie ist in ewiger Liebe mit ihm verbunden. Schenke unseren Herrn Pfarrer, der an dich geglaubt und auf dich gehofft hat, deine Liebe und deinen Frieden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, der Jungfrau, im Himmel gekrönet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, der Jungfrau, im Himmel gekrönet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, der Jungfrau, im Himmel gekrönet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, der Jungfrau, im Himmel gekrönet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, der Jungfrau, im Himmel gekrönet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, der Jungfrau, in den Himmel gekrönet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, der Jungfrau, im Himmel gekrönet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, der Jungfrau, in den Himmel gekrönet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, der Jungfrau, im Himmel gekrönet hat. Heilige Maria, Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der dich, der Jungfrau, im Himmel gekrönet hat. Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie in Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Gott ist bei dir. Du gehst nun einen Weg, den keiner von uns kennt. Auch du weißt nicht, wohin der Weg dich führt. Das Ziel ist unbekannt, doch du bist nicht allein. Gott wird stets vor dir sein, um dir den Weg zu zeigen. Wenn du ihn aus den Augen verlierst, so wirst du nicht in die Irre gehen. Gott wird an deiner Seite sein, um dich zu stützen. Wenn dir der Weg zu schwer wird, so wirst du nicht fallen. Gott wird hinter dir sein, um dich zu bewahren. Wenn dir Gefahr droht, so wirst du vor Bösem sicher sein. Gott wird unter dir sein, um dich zu tragen. Wenn deine Kraft versiegt, so wirst du dein Ziel erreichen. Angekommen in der Ewigkeit wird Gott stets über dir sein, um dich zu segnen. Täglich wirst du seine Nähe spüren, so wirst du in Frieden leben. Gott, wir danken dir für deinen Priester. Segne sein Wirken in den Pfarrgemeinden, wo er mit seiner fürsorgenden Liebe tätig war. Wir bitten dich, erhöre uns. Führe alle Menschen, denen er das Sakrament gespendet hat, durch den Heiligen Geist auf den Weg für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden. Wir bitten dich, erhöre uns. Berufe junge Menschen, die mit Freude und Begeisterung deine Botschaft in die Welt tragen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, starker Gott, stärke unseren Papst, unsere Bischöfe, Priester und alle, die sich um deine Kirche bemühen, damit sie in diesen schwierigen Zeiten nicht mutlos werden. Wir um all das bitten wir dich durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Unser Mitbruder, Herr Pfarrer Johann Berger, ist am Ziel seines Weges, wie die vielen, die uns schon vorausgegangen sind. Herr, gib ihm die ewige Ruhe. Lass ihn ruhen in deinen Frieden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bis zum Beginn des heiligen Requiems bleiben wir in Stille. Aufgrund des Coronas noch einige Hinweise zur heiligen Messe. Bitte mit Mund- und Nasenschutz und Abstand halten zum Kommunionempfang. Bitte mit Abstand im Mittelgang nach vorne und auf den Seitengängen zurück auf den Plätzen zu gehen. Für die Opfergaben stehen bei den Kirchenausgängen Schachteln ein herzliches Vergelt's Gott dafür. Noch ein Hinweis zum Friedhofsgang. An erster Stelle geht das Kreuz, dann die Vertretung der Pfarre und Gemeinde Eurasfeld und Verschnitz,
dann die Priester, die Ministranten mit Weihrauch, Schiffel und Weihwasser, der Herr Bischof, Sarg mit zwei Diakonen, mit den Lichtern, und dann kam das Sargkreuz und dann die Familien und Angehörigen. Gelobt sei Jesus Christus. Thank you.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Ich grüße Sie alle, die Sie hier in der Kirche sind und alle, die mit uns mitfeiern. 900 sind gerade mit uns mit dabei. In unserer Mitte, das was sterblich war an unserem Pfarrer, Konsistorialrat Johann Berger. Er ist uns über die Schwelle des Todes in die Welt des Himmels voraus und feiert mit uns und wir feiern für ihn. In großer Wertschätzung und Dankbarkeit ihm gegenüber bitten wir Gott, dass er sein Leben vollende, hineinhebe in die Herrlichkeit des Himmels. Diesen so die Menschen leidenschaftlich liebenden Pfarrer. Wir bitten um Erbarmen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der Herr erbarme sich unser und schenke uns ein offenes Herz für diese Feier. Amen. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, erhöre unser Gebet für den verstorbenen Pfarrer Johann Berger. Du hast ihn mit der priesterlichen Würde ausgestattet. Gib ihm nun den Platz, der für ihn in der Herrlichkeit des Himmels bereitet ist. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Ich, Johannes, sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabgekommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu. Und er sagte: Schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Er sagte zu mir: Sie sind geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, den werde ich unentgeltlich aus der Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des Lebens strömt. Wer siegt, wird dies als Anteil erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Wort des lebendigen Gottes.
Führt mich an Wasser des Lebens. Der Herr ist mein Hirt. Er führt mich an Wasser des Lebens. Der Herr ist mein Hirt. Nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Kraft bringt ihr zurück. Ihr führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu seinem Namen. Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Stock und dein Stab, sie trösten mich. Der Herr ist mein Hirt, er führt mich an Wasser des Lebens. Du deckst mir den Tisch. Mein Haupt mit Öl gesalbt, übervoll ist mein Becher. Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang, und heimkehren werde ich ins Haus des Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, O Herr. In jener Zeit sprach Jesus: Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt, und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen, und niemand wird sie meine Hand entreißen. Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle, und niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Thank you.
Hochwürdigster Herr Bischof, Herr Generalvikar, liebe Mitbrüder, liebe Verwandten, liebe Pfarrgemeinden von Eurazfeld und Verschnitz. Wir haben im Evangelium zu diesem Requiem heute das Bild vom guten Hirten vor Augen geführt bekommen. Ein wunderbares Bild, eines der schönsten Bilder und Symbole in der Heiligen Schrift über Jesus. In dieser Pfarrkirche hier in Eurazfeld befindet sich ebenfalls eine Statue unterhalb der Orgel, wie ich sehe, von Jesus als dem guten Hirten. Ein so vertrautes Bild, so viele positive Empfindungen haben wir, wenn wir uns dieses Bild vor Augen führen. Und Jesus verwendet es immer wieder auch, wenn er von sich selbst spricht. Ich bin der gute Hirte. Ich denke, dass unser verstorbener Pfarrer Dechant Johann Berger sich auch diesen Jesus als den guten Hirten immer wieder als Vorbild genommen hat. Auf der einen Seite das Schöne, was dieses Bild uns mitgibt, auf der anderen Seite aber auch wieder die Verantwortung, die so ein Hirte hat. Das Spüren im Leben als Seelsorger, als Priester, als Mensch, dass dieses Leben nach dem guten Hirten auch schwer sein kann, mühevoll sein kann. Und in der Tat, wenn wir das Verklärte an diesem Bild ein wenig beiseite lassen und die Realität eines wirklichen Hirten anschauen, dann merken wir, wie mühsam und schwierig so ein Beruf auch sein kann. Ausgesetzter Natur, die große Verantwortung, die man hier trägt, um die vielen Schafe, die einem anvertraut sind. Etwas, das ja heute in unserer Zeit auch oft gerne abgeschoben wird auf alle möglichen Instanzen. Selbst verantwortlich sein für etwas, sich verantwortlich fühlen, um jedes einzelne Schaf. Man gibt einen Weg vor, eine Richtung vor, folgen Sie einem. Ich denke, dass Johann Berger in seinem Menschsein und in seinem Priestersein all das auch erlebt hat. Die hohen Ideale, die an den guten Hirten auch herangetragen werden, die wir von ihm erwarten, aber auch oft auch die Realität des Lebens. Ich selber habe ihn als sehr hilfsbereit und fürsorglich empfunden in seiner Funktion als Dechant des Dekanates am Stetten, wo er mit so viel väterlicher Fürsorge versucht hat, die jungen Pfarrer auch in ihr Amt einzuführen, da zu sein, wenn sie Hilfe brauchen. Als Dechant des Dekanates am Stetten möchte ich ihm hier an dieser Stelle auch danken für seine umsichtige Verwaltung unserer Gemeinschaft aus Priestern, aus Diakonen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In seiner Art hat er es verstanden, die Menschen hier zu begleiten und zu führen. Und es ist schön, wenn heute auch doch so viele Vertreter auch aus dem Dekanat hier sind. Jesus Christus als der gute Hirt, der die Schafe mag, der gerne unter ihnen ist. Das hat ihn ausgezeichnet, weil in seinem Leben vor allem auch der Mensch Johann Berger zum Tragen gekommen ist. Der getaufte Christ Johann Berger, der aus den Wurzeln auch seiner Familie und seiner Vergangenheit her gelebt hat, als Bauernsohn hat er ja das alles auch mitbekommen, was es heißt, wenn es den Tieren schlecht geht, wenn Sorgen auch am Bauernhof da sind, was das auch bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, sich freuen, wenn Kleinigkeiten gut verlaufen, auch mitzuleiden, wenn Dinge nicht so laufen. Und so ist er auch mit den Menschen und bei den Menschen gewesen. Gerade auch die Krankenhausseelsorge bei uns im Dekanat am Stetten ist ihm sehr am Herzen gelegen. Und hier hat er sich auch ganz persönlich wirklich eingesetzt, um das Wohl der Menschen, die hier leiden, die hier Zuspruch brauchen, eine helfende Hand brauchen.
Das war ihm immer wieder sehr wichtig. Auch seine persönlichen Kontakte zu den Menschen aus seiner Pfarre, das war etwas, das für viele andere ihn so herzlich erscheinen hat lassen. Die letzten Jahre seines Lebens natürlich waren gezeichnet von Krankheit. Wir haben mitgefühlt mit ihm. Und diese Liebe, die er den Menschen immer wieder auch gegeben hat, dieses ermutigende Wort, das hat er selbst auch erfahren dürfen. Und es ist oft nicht leicht, wenn man selbst anderen Menschen helfen will, dann in der Krankheit, in der Schwäche auch Hilfe anzunehmen. Auch diese Phase durfte oder musste er in seinem priesterlichen Leben auch durchmachen. Wir wollen Gott danken, dass er uns diesen Menschen gegeben hat, dass er uns diesen Priester gegeben hat, dass er uns diesen guten Hirten gegeben hat. Amen. Mit dem Tod eines geliebten Menschen verliert man vieles, niemals aber die gemeinsam verbrachte Zeit. Denn Erinnerungen, die unser Herz berühren, gehen niemals verloren. Mit diesem Zitat möchten wir unseren Onkel auf seiner letzten Reise begleiten und ihm, einem begnadeten Reiseleiter, ein Album voller Erinnerungen auf seinen letzten Weg mitgeben. Obwohl wir heute traurig und betroffen hier versammelt sind, so ist auch folgender Spruch beim Rückblick auf sein wirkungsvolles Leben sehr treffend. Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken. Durch seine humorvolle und umgängliche Art war er allseits beliebt und hat so viele Menschen zum Lachen gebracht. Und viele erinnern sich sehr gerne an die gemeinsame Zeit mit ihm. Obwohl er für seine Studienzeit im Stiftsgymnasium Seitenstetten schon sehr bald sein Elternhaus verließ, kam er regelmäßig heim nach Neustadtl. Denn seine Familie, seine Eltern und Geschwister lagen ihm besonders am Herzen. Vor allem an Montagen war er früher gerne da. Er kam auch nie mit leeren Händen. Sein besonderes Markenzeichen waren die beliebten Ruppel bzw. Brieflose, mit denen er uns stets versorgte. Eine besondere Freude war für uns alle, als wir ihn zur Brieflos-Show nach Wien begleiten durften. Er war auch immer an den Fortschritten in der Landwirtschaft interessiert. Ein Rundgang im Stall war bei jedem Besuch sein Abschluss. War er anfangs aufgrund seiner 6 Nichten total vernichtet, wie er immer zu scherzen pflegte, kamen dann doch noch 2 Neffen dazu. Sofern es seine Zeit erlaubte, unternahm er regelmäßig Ausflüge mit uns. Wir erinnern uns noch gerne an die IVV-Wandertage, bei denen wir ihn begleiten durften. Er war es auch, der uns Nichten und Neffen bereits in jungen Jahren Reisen ins Ausland ermöglichte, da wir ihn bei seinen Pilgerreisen abwechselnd begleiten durften. So durften Monika und ich damals unsere erste Flugreise nach Israel mit ihm machen. An unserem schulischen Fortschritt war er immer interessiert. Sein Besuch am Zeugnistag war stets ein Fixpunkt. Er freute sich mit uns über gelungene Abschlüsse und war stolz, diese auch mit uns zu feiern. Er ermutigte vor allem mich, ein Studium zu beginnen. Bei meiner Sponsion war es ihm wichtig, dass die ganze Familie gemeinsam mit dem Bus nach Wien fährt, um diesen besonderen Tag zu feiern. Er hat gerne Feste mit der Bevölkerung gefeiert, war offen und zugänglich. Wenn es ums Feiern ging, die seine Person betrafen, so war es ihm wichtig,
dass wir immer mit dabei waren. Leider hat es seine Gesundheit nicht mehr erlaubt, den 70er sowie die Pensionierung entsprechend zu begehen. Wir möchten uns hier bei Tante Michi bedanken, die ihm vor allem in den letzten Jahren eine große Stütze und Wegbegleiterin war. Bei seinen regelmäßigen Besuchen kam es immer wieder zu langen Gesprächen und auch Diskussionen. Man konnte mit ihm wirklich über Gott und die Welt reden, was wir auch sehr gerne taten. Das Kartenspielen war eine große Leidenschaft, bei der er sich mitunter auch einmal ärgern musste, wenn das Blatt nicht nach seinen Vorstellungen war. Aber auch seine Großnichten schätzten seine Besuche und die Zeit, die er mit ihnen verbrachte. Memory, Uno und Skippo wurden gerne mit dem Pfarreronkel Hans, wie ihn die Mädels nannten, gespielt. Er begeisterte uns auch für den Fußball. Spieler der Bundesliga sowie der Nationalmannschaft durften wir mit ihm besuchen. Gemeinsam mit seinen Freunden besuchte er die Fußballplätze der Umgebung in Euratsfeld, Amstetten, Adacker und Neustadtl. Er war auch stets ein Gönner dieses Sports. So bekam die Damenmannschaft der Spielgemeinschaft Adacker-Neustadtl, bei der meine Schwester aktiv war, mehrmals neue Dressen mit seinem Namen. In jungen Jahren war er auch selbst ein begeisterter Fußballer. So erinnert sich Elisabeth Schwager aus Berlin an ihn als knallharten rechten Verteidiger. Obwohl er in so vielen Pfarren tätig war, war er stets mit seinem Heimatort Neustadtl verbunden und für verschiedene Anlässe und auf Wunsch zur Stelle bei Hochzeiten, Taufen, Segnungen und Feldmessen. Unser Pfarrer Pater Kasimir betonte immer wieder, dass er gerne sein Ministrant sei. Er schaffte es, bei seinen Predigten die Menschen mit seinen treffenden Worten zu berühren. Zwei liebgewonnene Bräuche werden künftig ohne ihn stattfinden. So besuchte er zunächst uns und dann unsere Kinder bis voriges Jahr als Nikolaus. Seit Marias Hochzeit gab es auch immer eine gemütliche Adventkranzfeier, bei der er letztes Jahr auch noch unser neu errichtetes Haus segnen konnte. Traditionen, bei denen auch das gemeinsame Gebet nie fehlen durfte. Auch meine Firmung, bei der er das Patenamt übernahm, war ein unvergessliches Erlebnis. Schade, dass er die Taufe unserer Tochter Amelie und unsere Hochzeit nicht mehr mit uns feiern kann. Es gäbe noch so vieles zu erzählen, denn irgendwo sind immer Spuren seines Lebens. Gedanken, Bilder, Augenblicke, Gefühle. Sie werden uns immer an ihn erinnern und ihn dadurch nie vergessen lassen. Er war für uns und viele Menschen ein Vorbild, Freund und Wegbegleiter. Wir haben einen geliebten Menschen verloren, sind aber sicher, einen Schutzengel bei Gott gewonnen zu haben. Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt. Ein Mensch, der immer für uns da war, lebt nicht mehr. Was uns bleibt, sind Liebe, Dank und Erinnerung an viele schöne Jahre. Lieber Onkel, lieber Geht, danke für alles, Ruhe in Frieden. Großer Gott, wir leben in der Hoffnung auf eine gute Zukunft bei dir.
Vertrauensvoll wenden wir uns mit unseren Bitten an dich. Wir bitten dich, schenke Onkel Hans die Erfüllung seiner Sehnsucht und die Fülle des Lebens bei dir. Wandle alles Leid und alle Not in Freude und lass ihn bei dir glücklich sein. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, schenke uns Menschen, die uns in Not begleiten. Besonders bitten wir für Tante Michi, die sich um Onkel Hans so liebevoll gekümmert hat. Lohne ihren Einsatz und schenke ihr das Gefühl inneren Friedens. Wir bitten dich für alle Angehörigen von unseren Verstorbenen und alle, die um ihn trauern, für alle, die sich über den Tod hinaus mit ihm verbunden fühlen. Schenke ihnen Kraft, Trost und neuen Mut zum Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, auch für uns kommt einmal der Abschied von dieser Welt. Lass uns unsere geschenkte Zeit so nützen, dass wir dann in Frieden und Hoffnung von dieser Welt loslassen können. Wir bitten dich, erhöre uns. Onkel war ein sehr vielseitiger, interessierter und weltoffener Mensch, nahm teil am Leben und konnte es auch genießen. Im Gedenken an ihn bitten wir um Offenheit und Lebensfreude für alle, die zurückbleiben und für alle Menschen, denen das Leben eng und beschwerlich geworden ist. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, wir danken dafür, dass wir Onkel haben durften und dass er uns viel Zeit und Liebe geschenkt hat. Vergelte du ihm alles Gute, das wir durch ihn erfahren durften. Wir bitten dich, erhöre uns. Du Gott des Lebens, auf deine Liebe und Barmherzigkeit dürfen wir vertrauen und hoffen. Du lässt uns leben in Zeit und Ewigkeit. Amen. Amen. Thank you.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, wir feiern das heilige Opfer für den verstorbenen Priester Johann. Lass ihn in der Ewigkeit unverhüllt schauen, was er uns im Sakrament verborgen gereicht hat. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Erhaben sie den Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. In ihm erstrahlt uns die Hoffnung, dass wir zur Seligkeit auferstehen. Bedrückt uns auch das Los des sicheren Todes, so tröstet uns doch die Verheißung der künftigen Unsterblichkeit. Denn deinen Gläubigen, o Herr, wird das Leben gewandelt, nicht genommen. Und wenn die Herberge der irdischen Pilgerschaft zerfällt, ist uns im Himmel eine ewige Wohnung bereitet. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden.
tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Alois und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Erbarme dich unseres Bruders, Pfarrer Johann Berger, den du aus dieser Welt zu dir gerufen hast. Durch die Taufe gehört er Christus an, ihm ist er gleich geworden im Tod, lass ihn mit Christus zum Leben auferstehen. Gedenke alle unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Beten wir, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Der Herr hat seinen Aposteln den Frieden zugesprochen. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Leib Christi. Amen. Herr, nichts geschieht ohne deinen Willen und nichts geschieht ohne deine Liebe zu den Menschen. In deiner Hand liegt der Tag und liegt die Nacht. In deiner Hand liegen Zeit und Ewigkeit. Du begleitest und segnest unser Leben mit deiner Güte. Herr, nichts geschieht ohne dein Wissen und nichts geschieht ohne deine Sorge um die Menschen. In deiner Hand liegt der Anfang, liegt das Ende. In deiner Hand liegt das Leben, liegt das Sterben.
Du behütest und beschützt unser Leben in deiner Gegenwart. Herr, nichts geschieht ohne deinen Beistand und nichts geschieht ohne deine Freundschaft mit den Menschen. In deiner Hand liegt das Wachen, liegt das Schlafen. In deiner Hand liegt das Kommen, liegt das Gehen. Du erhältst und erfüllst unser Leben mit deinem Geist. Herr, alles geschieht unter deinen Augen und alles geschieht unter dem Schutz deiner segnenden Hände. Freude und Trauer, Schatten und Licht, Hoffnung und Furcht, Leben und Tod. Du bist der Vater der Menschen. In dir findet alles zum Guten. In dir erfüllt sich die Hoffnung des Lebens. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, wir haben das Sakrament des Heiles empfangen und rufen zu dir. Schenke deinem verstorbenen Diener, dem Priester Johann, dein Erbarmen. Auf Erden war er ein treuer Verwalter deiner Geheimnisse. Lass ihn im Himmel deine unverhüllte Herrlichkeit schauen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Hochwürdiger Herr Diözesanbischof Dr. Alois Schwarz, Hohe Geistlichkeit, sehr geehrter Herr Pfarrer Wilson Abraham, Diakone und Ministranten aus Eurazfeld, werter Herr Bürgermeister außer Dienst Franz Menk und Bürgermeister aus Verschnitz Michael Hülnbauer, geschätzte Großfamilie Berger, liebe Michi, liebe Bevölkerung von Eurazfeld und Verschnitz, Angehörige, Freunde, Bekannte am Livestream-Bildschirmen. Abschied von einem Volkspfarrer, Fußballpfarrer, der den Rückpass nicht mochte. Er hat die Kirche bewegt, ein Urtyp eines Mostviertler Pfarrers. So beschrieb die regionale Presse das Wirken von unserem Pfarrer Johann Berger in den letzten Tagen. Ich glaube, ohne Übertreibung sagen zu können, Pfarrer Johann Berger, er hatte ein bewegtes Leben. Er wurde am 9. August 1948 als ältester Sohn der Bauernfamilie Johann und Theresia Berger aus Neustahl-Dachberg geboren. Als Kind schon habe er sich den Beruf ersehnt, Pfarrer zu werden. Nach dem Besuch der örtlichen Volksschule absolvierte Berger das Stiftsgymnasium Seitenstetten und maturierte im Mai 1968. Im selben Jahr trat er dann in das Priesterseminar St. Pölten ein. Es folgte ein Jahr als Pastoralassistent und Diakon in Bottenbrunn. Am 3. März 1974 empfing Johann Johnny Berger, wie er seit Seitenstädtner Tagen von seinen Freunden genannt wird, die Diakonenweihe in der Amstettener Herz-Jesu-Kirche. Am 29. Juni 1974 erfolgte die Priesterweihe im Dom zu St. Pölten. Danach wurde Johann Berger Kaplan in Steinerkirchen am Forst. In den darauffolgenden Jahren berief ihn Bischof Tschak zum Diözesan Jugendseelsorger nach St. Pölten. 1987 war es dann soweit. Sein Wunsch, in einer ländlichen Gemeinde Pfarrer zu werden, wurde erfüllt. Am 30. August 1987 fand die feierliche Installation zum neuen Pfarrer in Eurensfeld statt. Ich kann mich noch gut erinnern an diese Feier. Ein wunderschöner Tag. Die Eurensfelder Bevölkerung freute sich sehr, einen neuen Pfarrer in ihrer Gemeinde begrüßen zu dürfen. Über 30 Jahre bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2018 fungierte er als Pfarrer von Eurensfeld. Von 2001 bis 2016, also insgesamt 15 Jahre, war er auch dächernd im Dekanat Amstetten. Und von 2009 bis 2016 Krankenhausseelsorger. Von 2000 bis 2005 und von 2015 bis 2018 war Johann Berger auch Pfarrer in Verschnitz. Zusätzlich zu seiner engen Verbundenheit zu beiden Gemeinden fanden sich auch einige Kuriositäten nur so nebenbei. In Eurensfeld hatten der Bürgermeister und der Pfarrer denselben Geburtsjahrgang, nämlich 1948. Und in Verschnitz hatten der Bürgermeister und der Pfarrer sogar denselben Namen, Johann Berger. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Danke dir, lieber Bürgermeister außer Dienst, für den Nachruf in Bildern. Nun zu seinem Wirken als Pfarrer und Seelsorger. Der politische Pfarrer Johann Berger. Ob es um kirchenpolitische oder gemeindepolitische Themen ging, er meldete sich zu Wort und nicht immer zum Wohlwollen der Mitstreiter, wobei er immer auf Dialog setzte. Er hatte eben seine Prinzipien. Ein Beispiel, welches er sich persönlich in der Gemeinde stark gemacht hat, war die Umsetzung der Biomasseheizanlage in der Volksschule 1999 in Eurensfeld. Er hat also vor 20 Jahren schon auf Regionalität und Weitblick gesetzt. Der gesellschaftliche Pfarrer Berger. Geselligkeit und Gemeinsamkeit waren in ihm, in seinen Werten verankert.
haben Johnny Berger in jungen Jahren als Diözesan-Jugendseelsorger die Jugendlichen sehr gemocht, so haben ihn im fortgeschrittenen Alter die Senioren als Seniorenreisebegleiter geschätzt. Auch der Humor und die Musik kamen nie zu kurz. Für eine kleine Gesangseinlage bei den Pfarr-Seniorenbällen war unser Pfarrer immer zu haben. Das meistgesungenste Lied dürfte dabei das Rote Lippenlied gewesen sein. Auch die pointierte Begleitung zu den verschiedensten, auch kirchlichen Themen an den Faschingdienstagen in Oratsfeld werden den Oratsfeldern sicher in Erinnerung bleiben. Der sportliche Pfarrer Berger. Schon in jungen Jahren war Fußball für ihn eine Leidenschaft. Seine Vereine waren violett und blau-gelb. Übrigens die Vereinsfarben vom SC Oratsfeld. Der Besuch eines Fußballmatches mit seinen Freunden, entweder in Amstetten, Adacker, in Oratsfeld oder auch in Neustadtl, an den Wochenenden, war so fix wie das Zelebrieren von Messen an Sonntagen. Er war natürlich auch selbst am Ball, entweder als Spieler, aber auch des Öfteren als Schiedsrichter bei Benefizmatches zu sehen. In Hochform brachte er aber seine Ministranten bei Fußballturnieren der Diözese. Als Betreuer unserer Ministrantenfußballer wurden einige Top-Platzierungen heimgespielt. Der soziale Pfarrer Berger. Sein Engagement galt den Kranken und älteren Menschen in der Pfarre und darüber hinaus. Wie schon erwähnt, war er auch viele Jahre Krankenhausseelsorger im Krankenhaus Amstetten. Sein Motto war, die Kirche muss zum Menschen kommen. So hatte er es nie gescheut, Feldmessen zu zelebrieren. Ihm war es auch gleichgültig, welcher Verein ihm um eine Feldmesse bat. Ihm war nur wichtig, dass das Wort Gottes zum Menschen kam. Der familiäre, bäuerliche Pfarrer Berger. Er besuchte regelmäßig seine Familie in Neustadtl. Seinen Bruder, seine Nichten und Neffen. Er pflegte den Kontakt zu seinen Wurzeln der Bauernschaft. Die Bauernschaft war ihm sehr wichtig. So interessierte er sich immer wieder auch für die Entwicklungen in der Landwirtschaft. Ich kann mich noch gut selbst erinnern, wie er die Kälbermärkte oder die Großviehveranstaltung in Amstetten besuchte. Das Stallschauen war für ihn ein Fixpunkt. Zu Hause in Neustadtl oder bei vielen Ehrungen und Jubiläen in den Bauernhäusern von Oratsfeld und Verschnitz. Was waren die wichtigsten Vorhaben in der Amtszeit von Pfarrer Berger in Oratsfeld? 1987 die Sanierung des Glockenstuhls und der Turmuhr. 1991 die Außenrenovierung der Pfarrkirche. 1995 die Sanierung des Pfarramtes, die Neugestaltung der Bücherei und die Kooperation mit Pfarre und Gemeinde. 1997 Sanierung der Kirchturmkuppel und dem Kirchturmkreuz. 2004 die Innenrenovierung der Pfarrkirche. 2008 der Volksaltar und Ambo. Und 2015 Beginn der Kooperation Gemeinde-Pfarre für das neue Pfarrgemeindezentrum. Pfarrer Johann Berger, wir sagen Danke. Der Kindergarten Oratsfeld bedankt sich für die vielen Feste und Feiern, besonders der Nikolaus, den du verkörpert hattest, war für die Kinder im Kindergarten immer ein besonderes Erlebnis. Volksschule und Mittelschule Oratsfeld bedanken sich für die gute Zusammenarbeit, vor allem für die vielen Schülermessen, für die Gestaltung der Erstkommunion und Firmengottesdiensten. Die Feuerwehren Eigen und Oratsfeld bedanken sich für die Unterstützung und für die Abhaltung der Feuerwehr- und Floriane-Messen. Auch die Musikkapelle möchte ihren Dank für die gute Zusammenarbeit zum Ausdruck bringen.
der SCU Ordersfeld trauert, um ihren treuen Fußballfan und bedankt sich gleichzeitig für die Unterstützung beim Match, Ball und Dressenspenden. Der Kameradschaftsbund aus Verschnitz und Ordersfeld bedankt sich für die Abhaltung der vielen Gedenkmessen und für seine Mitgliedschaft. Der Verein des Kirchlein Eigens bedankt sich für die vielen, vielen schönen Fatima-Feiern in Eigen. Und so hat mir auch der Seniorenbund geschrieben. Der Seniorenbund bedankt sich bei unserem Herrn Pfarrer Johann Berger für seine langjährige Mitgliedschaft, besonders für seine Bereitschaft, sterbenden und kranken Menschen in unserer Gemeinde Hilfe, Trost und Beistand zu leisten. Mit seinem priesterlichen Segen hat er vielen kranken Menschen Mut gemacht. Der Seniorenbund will sich auch für sein Engagement bei diversen Feiern, Reisen, Wallfahrten, Gratulationsfeiern recht herzlich bedanken. Mit seinem Humor und seinem Talent, Menschen zu unterhalten, hat er vielen Menschen Freude und Zuversicht bereitet. Allen Gruppierungen des Pfarrverbandes, Institutionen und Vereine von Ordersfeld und Verschnitz sagen ein herzliches Vergelt's Gott. Und auch alle Bürgermeister der beiden Gemeinden, die du durchgemacht hast, sagen aufrichtig Danke. Johann Berger, Michael Hüllenbauer, Franz Menk und Johann Weingartner. Aufgrund seines großen Engagements in der Marktgemeinde Ordersfeld erhielt Pfarrer Berger anlässlich seines 60. Geburtstages, den er am 9. August 2008 gefeiert hatte, den Ehrenring der Marktgemeinde Ordersfeld verliehen. Es ist gut, wenn uns die verrinnende Zeit nicht als etwas erscheint, das uns verbraucht, sondern als etwas, das uns vollendet. In den letzten 3 Jahren ist es still geworden um unseren Herrn Pfarrer. Viele Bürger fragten immer wieder um den Gesundheitszustand von Johann Berger. Vor allem unseren Senioren fehlte er sehr. Still und leise gehst du vom irdischen zum vollkommenen Leben. In der stillsten Zeit des Jahres, in einer Zeit, wo es gar nicht möglich ist, laut zu sein. Ich glaube, du wolltest es so. Danke auch dir, liebe Michi. Du hast Hans besonders in den schwierigen Zeiten immer begleitet. Besonders intensiv in seinem Leiden der letzten Monate und Jahre. Pfarrer Berger hat viele Menschen zum letzten Weg begleitet. Jetzt müssen wir dich am letzten irdischen Weg zum Friedhof begleiten. Abschied von einem Volkspfarrer, Abschied von einem Fußballpfarrer, der den Rückpass nicht mochte, Abschied von einem Pfarrer, der die Kirche bewegt hat, Abschied von einem Urtyp eines Mostviertler Pfarrers. Wir wollen unserem Pfarrer und Seelsorger von Ordersfeld und Verschnitz ein liebevolles Andenken bewahren. Ruhe in Frieden. Vierte, lieber Freund Hans Berger. Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer ist der Abschied. Aber die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in stille Freude. Hochwürdigster Herr Bischof, geschätzte Mitbrüder im priesterlichen und diakonalen Dienst, liebe Michi, geschätzte Verwandte, Freunde und Bekannte von Pfarrer Berger, liebe Mitfeiernde vor dem Bildschirm und auf YouTube, Schwestern und
Brüder in Christus. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, es gibt nichts, was uns die Abwesenheit eines uns lieben Menschen ersetzen kann. Und man soll das auch gar nicht versuchen. Man muss es einfach aushalten. Ich habe Pfarrer Johann Berger kennengelernt, als klar war, dass ich sein Nachfolger werden sollte. Noch viel mehr und besser durfte ich ihn aber im Spiegel seines Wirkens in der Pfarre Oratsfeld, auch in Verschnitz, kennenlernen. In dem, was ich gehört und wahrgenommen habe, wie er in 30 Jahren die Pfarre Oratsfeld geprägt hat. Ich möchte hier keine Lobesrede halten, denn das hätte er nicht gewollt. Lieber Herr Pfarrer, ich möchte mich persönlich und im Namen beider Pfarren Oratsfeld-Verschnitz recht herzlich bei dir für dein Wirken bedanken. Im Krankenhaus durfte ich ihm die Krankensalbung und die heilige Kommunion spenden. Er war zwar schon sehr schwach, trotzdem hat er alles mitbekommen und ein wenig mitgebetet. Miki erzählte mir, dass er im Krankenhaus sehr unruhig war und sehr große Todesangst gehabt hat. Doch 2 Tage vor dem Tod hat er seinen Weg gefunden und gesagt: Ich komme von Gott, ich gehe zu Gott. Ja, Pfarrer, du bist bei Gott. Sei bitte ein Fürsprecher im Himmel für uns alle. Lieber Pfarrer, vielen herzlichen Dank für deine Seelsorge in unserer Pfarre, für deine Zeit für die Menschen, für dein Zuhören, dein vorausschauendes Denken, für deine Geselligkeit und dein Vertrauen. Danke für alles, was du getan hast. Du fehlst uns und du wirst immer einen Platz in unseren Herzen haben. Dein Leben fand ein unerwartetes, schnelles Ende. Doch die Spuren deines Lebens in Gedenken, in Gedanken, Bildern und Augenblicken werden uns immer an dich erinnern. Du wirst immer in unserer Mitte bleiben. Ein herzliches Danke an dir, liebe Michi, für dein Dasein und die liebevolle Pflege auf seinem letzten Weg. Danke an die Familie für das Verständnis, dass nicht alle in der Kirche mitfeiern konnten. Danke an Pfarrer Hans Lagler und Kasimir für die Betstunden in den Pfarren Steinerkirchen und Neustadtl. Lieber Herr Bischof, danke für die Leitung des Begräbnisgottesdienstes und allen Priester für euer Mitfeiern. Ein herzliches Danke an alle Mitfeiernden hier in der Kirche und auf YouTube. Es ist schmerzlich für uns, dass wir keine Gelegenheit mehr hatten, mit ihm seine Pensionierung und seinen 70er zu feiern und ihm für sein Wirken und Tun in unserer Pfarre persönlich zu danken. Und auch heute können nur sehr wenige Menschen Pfarrer Johann Berger auf seinen letzten Weg begleiten. Darum möchten wir nächstes Jahr im Sommer rund um seinen Geburtstag
einen Gedenkgottesdienst feiern und heute schon dazu einladen. Lieber Herr Pfarrer, du warst für mich kein Chef, sondern ein guter Freund und ein guter Wegbegleiter. Danke für deine Zuneigung. Der dreifaltige Gott möge dich nun mit der Freude des ewigen Lebens beschenken. Ruhe in Frieden. Lasst uns in Stille des Verstorbenen gedenken und in der Güte Gottes anvertrauen. Mitten im Leid richten wir den Blick auf Gott, unsere Hoffnung. Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung. Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme, wende dein Ohr mir zu. Achte auf mein lautes Flehen. Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten? Herr, wer könnte bestehen? Doch bei dir ist Vergebung, damit man in Ehrfurcht dir dient. Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele. Ich warte voll Vertrauen auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen soll Israel harren auf den Herrn. Denn beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von all seinen Sünden. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung. Zu Jesus Christus rufen wir voll Vertrauen für unseren Bruder Johann. Erlöse ihn, o Herr. Erlöse ihn, o Herr. Von aller Schuld. Erlöse ihn, o Herr. Durch deine Menschwerdung und dein heiliges Leben. Erlöse ihn, o Herr. Durch dein Kreuz und Leiden. Erlöse ihn, o Herr. Durch dein Sterben und dein Auferstehen. Erlöse ihn, o Herr. Durch deine Wiederkunft in Herrlichkeit. Erlöse ihn, o Herr. Gütiger Vater, in deine Hände empfehlen wir den Pfarrer Johann Berger. Wir danken dir für alles, womit du ihn im Leben beschenkt hast und für das Gute, das du durch ihn gewirkt hast. Zuversichtlich hoffen wir, dass er, wie alle, die in Christus gestorben sind, mit Christus auferstehen wird am jüngsten Tag.
Wir bitten dich, nimm unseren Bruder auf und gib ihm Wohnung und Heimat bei dir. Uns aber, die zurückbleiben, stärke im Glauben, damit wir einander aufrichten und trösten, bis wir alle mit dir und unserem Bruder vereint sind. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich bin Ihnen sehr dankbar für die guten Worte, die Sie gesprochen haben. Für die Liebe, mit der Sie unseren verstorbenen Pfarrer begleitet haben. Für die Wertschätzung, die Sie ihm entgegengebracht haben. 1983 habe ich das erste Mal seinen Namen gehört und dann immer wieder von ihm erzählt bekommen oder ihm auch begegnet. Ein Priester mit einer Leidenschaft für Gott, mit einer Sprache des Herzens, um dem Evangelium ein Gesicht zu geben in der heutigen Zeit. All das, was Sie über ihn gesprochen haben, hat ihn so lebendig gemacht unter uns. Und so begleiten wir ihn jetzt zum Grab, weil wir hier keine bleibende Stätte haben. Unsere Heimat im Himmel ist. Darum lasst uns jetzt den Leib unseres verstorbenen Pfarrers zu Grabe tragen, in der Hoffnung auf die Auferstehung.